Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Video, das ich schon eigentlich seit dem 1. März geplant habe, zu dem ich aber jetzt erst wirklich komme. Aber ich bin unglaublich froh, dass ich das Ganze doch noch schaffe. Ich habe hier nur so ein ganz kleines bisschen Platz auf dem Bildschirm, aber ich möchte auch gerne, dass ihr viel von diesem hier mitbekommt, diesem hier, dem da, nämlich dem Film, um den es in diesem Video gehen soll. Es geht um den Film Severus Snape and the Marauders. Das ist ein Fanfilm, der auf YouTube am 1. März hochgeladen wurde und auf den ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Eigentlich seit Wochen und Monaten, seit ich den Trailer das erste Mal gesehen habe. Es ist ein absolut unglaublich genialer Film geworden und es ist jede Menge tatsächlich Geld und Mühe da reingesteckt worden. Und das, obwohl das Ganze keinen Profit einspielt. Das heißt, es ist einfach nur ein Film, den sie hier auf YouTube hochgeladen haben, um den Fans eine Freude zu machen. Sie nehmen damit nichts ein und es sind einfach total nerdige Harry Potter Fans gewesen, die diesen Film gemacht haben. Es ist quasi, wie man gleich auch noch sehen wird, ein Film von Fans für Fans, wie sie es so schön beschrieben haben. Der Film geht etwas über 25 Minuten, allerdings noch mit Abspann und so weiter. Und ich werde euch auf jeden Fall jede Menge wichtige Links unten in die Videobeschreibung packen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und was ich euch raten möchte, schaut euch den Film, wenn ihr ihn noch gar nicht gesehen habt, bitte vorher einmal an, bevor ihr dieses Video hier schaut. Denn ich werde dieses Video, während ich es abspielen lasse, unglaublich oft pausieren. Nur um euch da schon mal vorzuwarnen. Ich habe mir mal wieder jede Menge Notizen gemacht hier. Da, da. Und da noch ein paar. Also, wird ein bisschen was zu erzählen haben hier. Es wird eine Art Commentary. Das heißt, ich werde quasi bestimmte Dinge von dem Film, bestimmte Fakten werde ich euch erklären. Ich werde euch erklären, wie meine Meinung zu dem Film ist, auf jeden Fall. Und vielleicht noch so ein bisschen auf Dinge hinweisen, die einem nicht so anfangs direkt ins Auge springen. Und wie gesagt, falls ihr den Film noch gar nicht gesehen habt, schaut ihn euch bitte vorher einmal an, damit ihr wenigstens einmal so ein bisschen wisst, worum es geht. Den G Film gibt es mittlerweile mit deutschem Untertitel. Wie ihr das Ganze einstellt, zeige ich euch noch ganz kurz. Moment, ich mache das hier mal ganz groß. So, ihr habt also hier, hallo Maus, hihi, hier unten habt ihr dieses kleine Zahnrad, wo bei mir HD steht. Da klickt ihr einfach einmal drauf und dann seht ihr, hier gibt es schon 17 verschiedene Sprachen. Untertitel sozusagen. Wenn ihr jetzt hier draufklickt, dann könnt ihr euch hier aus den ganzen 100.000 Sprachen eine aussuchen und hier gibt es jetzt endlich auch Deutsch. So, sobald ihr da draufgeklickt habt, ist quasi der deutsche Untertitel eingestellt und ja, ihr habt dann den automatisch dabei. Ihr könnt hier die Qualität auch noch hochstellen. Ich habe jetzt natürlich die höchste Qualität genommen, damit ich euch auch ein bisschen was bieten kann hier, ne? Und ja, wie gesagt, schaut ihn euch vorher einmal an. Und ich habe das jetzt hier so groß gemacht, das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. So, geht. So halbwegs. Damit ihr auch den Film richtig seht und eventuell ein bisschen was von dem Untertitel seht. Und ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich das hier so einblende. Falls nicht, habe ich ein Problem, aber was soll's. Ich will auf jeden Fall, dass ihr auch seht, worum es gerade geht. Und ich möchte ja, wie gesagt, auch auf so ein paar Sachen hinweisen aus dem Film. Nur noch mal eine kurze Anmerkung vorweg für alle, die die Harry Potter-Geschichte noch nicht ganz kennen, sprich die Bücher noch nicht bis zum Ende gelesen oder die Filme noch nicht bis zum Schluss gesehen haben. Wobei die Filme jetzt auch nicht alles wirklich hundertprozentig wiedergeben. Für alle, die es noch nicht komplett kennen, das hier wird definitiv Spoiler enthalten. Also wenn ihr nicht in irgendeiner Form über die Marauders oder vor allem über Severus Snape gespoilert werden möchtet, dann schaut euch dieses Video besser gar nicht erst an. Und wenn es okay für euch ist, ist das in Ordnung, aber ihr seid an dieser Stelle gewarnt. Also, wie, es schreibt mir irgendeiner in die Comments, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ihr seid gewarnt. Aber um jetzt nicht weiter drum herum zu labern, werde ich einfach mal mit dem Film beginnen. Und wie gesagt, stellt euch darauf ein, dass das sehr oft pausiert wird. Falls euch das nerven sollte, tut es mir wahnsinnig leid, aber ich wollte euch diese ganzen Infos einfach mal geben. Und möchte natürlich auch gerne meine Meinung zu dem einen oder anderen hier dann auch da lassen. Und dann würde ich sagen, geht es los. Ich hoffe sehr, dass der Sound nicht zu laut ist, weil ich hier auch nicht unbedingt jetzt
mit Kopfhörern sitzen wollte. Das fand ich ein bisschen doof. Deshalb gucke ich einmal ganz kurz, wie der Sound hier so ist. Da haben wir es auch direkt schon. The following is a non-profit fan film. Broad Strokes Productions. Das ist übrigens der Kanal, der das Ganze auch hochgeladen hat. Ebenfalls unten in der Videobeschreibung zu finden. Productions is not affiliated with or endorsed by Warner Bros. Or J.K. Rowling. It is made by fans for fans. Wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist ein Fan von Filmen für Fans. Es ist ein Film von Fans für Fans. Sie nehmen damit nichts ein. Und ich finde, es ist einfach ein Film, der so auch definitiv in den Harry Potter Filmen hätte vorkommen können. So, jetzt aber genug gelabert. Wie gesagt, ich muss kurz gucken, ob das mit der Audio so stimmt und funktioniert. So, kurz warten, bis irgendwer quatscht. Oi. Have I seen your ID, please? Okay. Oi, have I seen your ID? Obliviate. Ganz kurz zu diesem Barkeeper. Es geht schon los, merkt ihr? Der Barkeeper war kein Teil des Casts. Also im Sinne von, dass er dafür gecastet wurde. Sondern er arbeitet tatsächlich in dieser Bar. Es ist ja eine kleine Bar gewesen, in der die das Ganze gedreht haben. Und ihr seht die auch gleich nochmal von außen. Da wurde allerdings sehr viel mit Effekten nachgeholfen. Also die sah definitiv so nicht von außen aus. Da möchte ich auch ganz kurz mal auf ein Making-of hinweisen, das ihr ebenfalls in der Videobeschreibung finden solltet. Da wird gezeigt, wie das Ganze natürlich gemacht wurde und wie diese ganzen Szenerien vorher aussahen, bevor da wirklich viel an Effekten mit eingefügt wurde. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und da seht ihr auch, wie diese Bar von außen aussah, bevor das Ganze hier verändert wurde. Die Tatsache, dass der Barkeeper nicht gecastet ist, habe ich tatsächlich von einer Art Commentary des Casts und des Produzenten, sage ich mal, oder des Menschen, der das Ganze so in die Wege geleitet hat, die haben dazu einen Commentary gemacht und da haben sie halt auch einige Sachen erwähnt, die ich hier jetzt nochmal mit einbringen möchte. Unter anderem, dass der Barkeeper tatsächlich in dieser Bar arbeitet. Difficult day. Let me get you another one. Yeah. And do you care? I enjoy a good story. Trust me, it's nothing special. Try me. Aus den Harry Potter Filmen kommen. Klar, dass sich Sirius freut, dass Hogwarts vorbei ist. Hier im Hintergrund sehen wir übrigens Hogwarts, nur mal so nebenbei erwähnt. Oh, Baby. Das ist übrigens diese Vorderansicht, die ich vorhin meinte. Die seht ihr in diesem Making-of nochmal so, wie es halt wirklich aussieht. Und da wir Hogwarts aber im Hintergrund sehen, gehe ich davon aus, dass wir uns in Hogsmeade befinden. Und das hier dann wahrscheinlich das Drei Besen sein dürfte, denn es gibt da eigentlich nur zwei berühmte Bars, nämlich die Drei Besen und den Eberkopf. Da der Eberkopf aber immer als heruntergekommene Spelunke beschrieben wurde und das hier eigentlich nicht unbedingt so aussieht, glaube ich eher, dass es das Drei Besen ist, nur so als Randinfo. Are you going to the party tonight then, Remus? I think so. Well, oh, you should be with, the answer is yes. With Mary, right? How did you find out? How did I find out about it? Have you not seen the letters? We've all seen the letters. We assumed you did. They're not letters. They keep sliding under our door. No, that's not letters. In the house. They're not. So you'll take Mary. Yeah, you're going to take Regulus. No, Regulus has another date with Slughorn, I'm sure. And Peter, who are you taking? I think I'll be the one to go to Stag for once. Oh, wow. You're going to take your shirt? Yes, yeah. If you change your shirt, I like it. I'm trying to be honest. It's terrible. It suits me. Put a vest over it, vests are in. I hear girls are warm too, just so you know. Yeah, like warmer than vests, almost. Do you right, mate? Yeah. You don't look so good. Favorite time of the month's coming up. Oh, come on, it's not for three more days. Die Tischlaterne ist übrigens aus Ikea. Ebenfalls eine kleine Randinfo.
We've got a routine now. Yeah, don't worry about that now. We are here to celebrate. Celebrate. Hogwarts no more! Entschuldigung. Ich habe ebenfalls über dieses Commentary herausgefunden, was die vier eigentlich trinken. Und man sieht ja eigentlich an den Gläsern auch schon, dass Sirius der Einzige ist, der ein bisschen was Härteres trinkt als die anderen. Sein Getränk ist tatsächlich Feuerwhisky. Und die anderen, also Remus und Peter sind diejenigen, die einfach nur ganz normales Bier haben. Voll öde. Und das, was James hat, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was das genau war. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Right, cheers. You can finally ditch those dingy robes and sport something a little more respectable for the order. It's just a bit of a chore, is all. Yeah, we got you covered, mate. Ich finde dieses Gespräch einfach total süß. So einfach so. So where's Lily? Like Smalltalk. Oh, she'll be around. It's her favorite pub. Finally warming up to you, eh? Is that the name of the main pub? No, not likely. But she, I don't know, she made me see things different. Like, maybe the... Das ist eine ziemlich interessante Stelle, finde ich, weil man hier so ein bisschen... Das Ganze hat auch so einen ganz dezenten philosophischen Teil. Gerade was James angeht, finde ich, merkt man irgendwie so Veränderungen während des Films. Am Anfang hier, gerade wenn er das sagt, dass Lily ihm das Gefühl gibt, dass es mehr im Leben gibt, als das, was er bisher vom Leben erwartet hat. Das zeigt, dass er einfach schon ein bisschen erwachsener geworden ist, dass er schon ein bisschen reifer geworden ist. Nur so irgendwie, er wirkt einfach ein bisschen reifer in dieser Situation. Das fand ich irgendwie ganz interessant. It's more to life than Quidditch and map building, I suppose. It is not. Best thing we ever did was making that map. Reckon it'll make us legends. And that map wouldn't be anything without me. Yeah, so you won't stop saying. Imagine things are gonna change. Yeah, sure. I mean, everyone's gonna go their own way and get jobs, but we'll stay together. I don't mean it like that. I mean with what's coming. Some might fight with us. Some might get killed. Some might fight against us. People we went to school with facing us on some battlefield. All I know is, we're not going anywhere. And not one Death Eater's gonna have a row with us so long as we're together. Yeah. What if it's a friend facing us? Someone under the Imperius Curse? Or worse, someone who wants to be there? Das finde ich übrigens ein sehr, sehr interessantes filmisches Mittel tatsächlich. Man hat ja damals, wenn man das Abitur gemacht hat, auch im Englischen immer so filmische Mittel durchgenommen, hat Filme analysiert von vorne bis hinten, von oben bis unten, in alle Ecken und Enden. Und hier ist mir tatsächlich aufgefallen, dass das ein sehr interessantes filmisches Mittel ist, dass gerade als Remus davon spricht, dass sie jemandem gegenüberstehen könnten, der tatsächlich auf der dunklen Seite sein möchte, dann genau in dem Moment kommt Snape die Tür rein. Und man weiß automatisch genau, dass eigentlich Snape damit gemeint ist oder Leute, mit denen Snape halt verkehrt. Aber wie gesagt, das fand ich einfach ein sehr interessantes Mittel, das sie da eingesetzt haben. Und es geht tatsächlich auch noch ein kleines bisschen weiter. Jetzt die nächsten zwei, drei Sätze, die von Remus und Sirius kommen. Someone like Snape. Exactly. No, I mean, he's right there. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. What do you think he's doing here? I reckon I know. You wanna have a go at him? What? No? Are you serious? No, you're serious. Come. Das war einfach ein Joke, der musste kommen. Für alle, die das jetzt durch die deutschen Untertitel nicht so ganz verstanden haben, are you serious? Bedeutet zu Deutsch einfach, ist das dein Ernst oder meinst du das ernst? Das ist eine Frage, die ganz oft dann kommt und natürlich wird serious, was mit ernst übersetzt wird, hört sich halt genauso an wie der Name von Sirius. Und das ist dann halt ganz oft ein Joke, der kommt, wenn irgendwer fragt, are you serious? Und man könnte das auch übersetzen mit, bist du Sirius? So, ne? Und wenn Sirius jetzt kommt und James fragt, are you serious? Dann kommt, no, you are serious. Und nach dem Motto, nein, du bist Sirius. Ne? Das ist halt ein Joke, der immer wieder kommt und der auch so basic einfach schon für die Marauders ist, dass es einfach kommen musste.
Es gibt allgemein auch viele kleinere Anspielungen hier. Wie auch vorhin die Sache mit der Karte des Rumtreibers, wo es hieß, von wegen, das war das Beste, was wir jemals gemacht haben und so. Das sind einfach so kleine Anspielungen, die da immer wieder kommen und die ich eigentlich ziemlich cool finde. Und einfach, wie gesagt, der Serious Joke, es musste einfach kommen. Oh, we're not gonna see him again anyways. Are you mad? Right here in the pub. No, we'll take him elsewhere. Come on, James. Yeah, I'm on a family row while we're in school, but I don't think they've got shared cells in Escanet. Das ist auch wieder was. Sorry, dass ich das jetzt so oft unterbreche, aber ich hatte euch ja vorgewarnt. Das ist ein Satz von Sirius, der einfach die Freundschaft zwischen den beiden optimal beschreibt. Ihr kennt bestimmt diesen Satz, dass ein guter Freund dich jederzeit aus dem Knast rausholen würde. Aber dein bester Freund sitzt neben dir im Knast und lacht mit dir darüber, wie geil die Aktion war. So genau so sind die beiden halt. So, wenn die in Azkaban landen würden, dann zusammen und würden sich wahrscheinlich darüber beschickern, wie geil die Aktion war, die sie da gerissen haben. So, das ist einfach diese Freundschaftsbeziehung, die die beiden ausmacht, finde ich. Und das ist mit diesem Satz, von wegen, ich glaube nicht, dass sie Gemeinschaftszellen in Azkaban haben, das ist genau der Satz, der das, glaube ich, sehr, sehr gut beschreibt. You said it yourself, we're all going our own way. Which way do you think he's gonna go? Slamming Gate does like to chum with my cousin. Yeah, so, let's take care of him now. We're not gonna kill him! And beating him up is only going to piss him off worse. Look after what you did. Or what I did. Oh, when I saved him from you after he went sneaking about. Ebenfalls wieder ein sehr interessantes Mittel, finde ich. Gerade auch was Sirius betrifft. Es wird eine Stelle im Film, nein, in den Büchern angesprochen. Im Film ist das nie wirklich rübergekommen. Ich glaube, das ist gar nicht thematisiert worden. In der Schulzeit von den Marauders und Snape, weil sie ja im selben Jahrgang waren, kam es einmal dazu, dass Snape die ganze Zeit Remus hinterhergeschnüffelt hat und einfach unbedingt herausfinden wollte, warum Remus einmal im Monat verschwindet. Und Sirius fand es damals recht witzig, ihm einen Tipp zu geben, so nach dem Motto, hey, du musst einfach nur unter die Peitschen der Weite, da gibt es einen Tunnel und dann kannst du herausfinden, was er da immer so macht. Und Snape hat das natürlich gemacht oder wollte es machen. Und wenn er es tatsächlich geschafft hätte, bis zu Remus dann durchzukommen, und an Vollmond dann in die heulende Hütte zu kommen, dann hätte er einem ausgewachsenen Werwolf gegenüber gestanden und hätte das mit Sicherheit nicht überlebt. James hat das Ganze herausbekommen und hat Snape dann zum Glück im letzten Moment noch gerettet, was Snape allerdings niemals erfahren hat, weil er ihn in seiner Animagus-Gestalt gerettet hat. Und ja, das ist jetzt halt angesprochen worden, so nach dem Motto, James wurde ja vorgehalten von wegen, was du die ganze Zeit immer mit ihm gemacht hast, war halt immer voll scheiße und so. Und dann hat James sich aber damit verteidigt, dass er ja damals, als ihm der Streich gespielt wurde, dass er da Snape halt gerettet hat. Und Sirius, der natürlich jetzt auch irgendwo ein bisschen Schuldgefühle wahrscheinlich hat, guckt so total beschämt zur Seite, so nach dem Motto, ach ja, ich weiß ja, dass es doof war und so. Ich finde das irgendwie total gut. Es sind halt einfach diese kleinen Anspielungen, die wirklich diese ganzen Erklärungen der Marauders-Zeit damals werden hier jetzt halt alle nochmal aufgegriffen und das finde ich halt ziemlich cool. Can we just enjoy our drinks? This isn't about Snape and Lily, is it? No, of course it isn't. That's why you want to start trouble. But we need to make sure he fears us when the time comes. I'm gonna do it. Do you understand? What about the rest of you? You know I've got your back, mate. Peter? He's known more curses at this first year than any of us do. We'll be fine as long as we're together. Right. As long as we're all together. Remus. Jesus. It's a real risk, James. Yeah, we're used to taking real risks. James ist hier irgendwie so ziemlich sarkastisch am Grinsen gerade gewesen. Und ich muss sagen, ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass man merkt, dass James erwachsener geworden ist. Hier allerdings, wo es jetzt darum geht, wieder sich mit Snape anzulegen und das Ganze definitiv eigentlich nur aus dem Grund passiert, weil er immer noch Snape als Bedrohung ansieht
gegenüber Lily, weil Lily einfach früher sehr, sehr gut mit Snape befreundet war. Er hat Lily tatsächlich schon, also sie sind da tatsächlich schon zusammen. Und trotzdem sieht er Snape noch als eine Art Bedrohung und will ihn einfach aus dem Weg haben. Und genau das ist es, was ihn wieder so ein bisschen zurückwirft. Also dieser erwachsene, reifere James ist hier jetzt nicht mehr da, sondern er ist wieder der Streiche spielende Junge aus der Schulzeit. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber das ist einfach auch mit der Grund, warum dieser Film überhaupt so funktionieren konnte. Also im Prinzip musste das so sein. Worauf ich ja auch noch ganz kurz hinweisen wollte, war, es gibt ein Reaction-Video des Casts, das aufgenommen wurde, als der gesamte Cast den fertigen Film das erste Mal gesehen hat. Und ich fand das unglaublich niedlich, denen dabei zuzusehen, wie die diesen Film das erste Mal gesehen haben. Ich meine, die haben insgesamt 4 Tage daran gearbeitet und danach war, glaube ich, noch 1-2 Monate wirklich reine Effektarbeit daran. Und diese Effekte sehen die ja jetzt das erste Mal und das fand ich einfach unglaublich genial. Ich packe euch das auch mal unten in die Videobeschreibung. Ihr müsst euch das unbedingt anschauen. Es ist zwar ein sehr langes Video, aber trotzdem ist es unglaublich interessant, das zu sehen, wirklich. We're not gonna hurt him. We're just gonna scare him. Of course we are. Come on. Den Satz come on. Solltet ihr euch merken. We're not gonna hurt him. We're just gonna scare him. Right, Snivellus. What are you doing here? Nothing. Oops. Sorry. Don't look like nothing. Hier sieht man das erste Mal so ein bisschen eine Komplettansicht von dieser Bar, beziehungsweise von dem Teil der Bar, der hier jetzt nun mal wichtig ist. Und ihr müsst mal ein bisschen hier auf diese Ecke achten, wo das Bild ist. Dieses Bild und das hier hinter Remus, das man aber gerade leider nicht sieht, die bewegen sich. Also sie haben tatsächlich auch die bewegten Bilder mit beachtet. Und das finde ich, man merkt einfach so langsam, wie unglaublich viel Mühe in diesem Film steckt. Hier sind halt die Gründer zu sehen und hier hinter Remus sind, glaube ich, Dumbledore, Aberforth und Ariana zu sehen. Das ist einfach auch ein Teil gewesen, auf den ich euch gerne hinweisen wollte, weil da habe ich auch vorher überhaupt nicht drauf geachtet. Are you trying to get a drink? Oi, have you seen his ID? What do you want? You're not welcome here. I'm minding my own business. It's a shame that I mind it too. Leave me alone. Die Szene musste gefühlt 8 Mal gedreht werden. Snape, give me an excuse. Armer Snape. Come on! Do you see this bloke? He's a Slytherin, recently graduated. You best stay on your guard around him. You will take it outside. The lot of you's finished. 4 against 1. Very brave. Mal abgesehen davon, dass ich Snape hier absolut recht geben muss. Die Barkeeperin, die ihr gerade gesehen habt, müsste eigentlich, wenn wir uns hier wirklich in den 3 Besen befinden, Madame Rosmerta gewesen sein. Denn die gute Madame Rosmerta ist damals, zur Zeit, zu der die Marauders of Hogwarts waren, schon Kellnerin in den 3 Besen gewesen. Habe ich so eigentlich noch gar nicht gewusst, habe ich durch Recherche rausgefunden. Eigentlich müsste die ja dann auch schon relativ alt sein oder auf jeden Fall ziemlich jung geblieben, weil Ron ja offensichtlich in der Harry Potter Zeit noch auf sie steht. Ja gut, ich glaube allerdings nicht, dass das hier Madame Rosmerta sein soll, sondern dass das einfach vielleicht irgendeine Barkeeperin ist. Weil die einfach auch tatsächlich ein bisschen zu alt für Madame Rosmerta dann ist. Aber das auch nur so als kurze Randinfo. Oh, I don't need them, they're just spectating. She'll never forgive you, you know that? I reckon that's why you're here. Try and mend. Hier sieht man übrigens Ariana im Hintergrund, Aberforth und Dumbledore sieht man, glaube ich, nicht wirklich. Was ich ziemlich cool finde, müsst ihr auch mal ein bisschen drauf achten, wenn Sirius mit seinem Zauberstab immer so rumspielt, das ist irgendwie so ein bisschen, das ist irgendwie so ein Tick, den er anscheinend hat. Also ich weiß nicht, ob das vom Schauspieler ausgeht oder ob das wirklich so geplant war, aber jedes Mal, wenn er seinen Zauberstab in der Hand hat, fängt er an, damit so ein bisschen rumzuspielen und das finde ich ziemlich cool. Also es sieht auf jeden Fall cool aus und ich finde, das ist auch was, was Sirius definitiv auch gemacht haben könnte. Ne? Ja. A mudblood. She called someone else a werewolf. Or perhaps the ministry would like to know. Oder vielleicht würde es das Ministerium interessieren. Da war ich etwas
irritiert, muss ich zugeben, denn ich bin mir relativ sicher, dass das Ministerium weiß, dass Remus ein Werwolf ist, oder? Warum sollten sie das nicht wissen? Ich meine, sein Vater selbst arbeitet im Ministerium. Und sein Ministeriumsjob war ja im Endeffekt der Grund dafür, dass Remus überhaupt zum Werwolf wurde. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Werwölfe jetzt nicht irgendwie registriert werden müssen, wie es Animagi müssen. Aber ich weiß nicht, also wisst ihr das genauer? Wisst ihr, ob irgendwie Werwölfe im Ministerium angegeben werden müssen oder ob Remus angegeben wurde? Weiß ich nicht. Also, würde mich mal interessieren. Das ist jetzt was ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, aber war so ein Satz, der mich ein kleines bisschen irritiert hat. This is going too far. How to hear the lot of you now! Fine. I'll give you what you want. But not here. You're not the perfect place. Ihr müsst jetzt gleich, die drei Jungs gehen jetzt gleich auf James zu und legen ihre Hand auf seine Schulter. Da müsst ihr mal auf Peter achten. Weil, wie wir gleich herausfinden werden, um das Ganze ein kleines bisschen zu spoilern, Peter wird immer schlecht vom Apparieren. Und das sieht man in seinem Gesicht tatsächlich schon. Das finde ich irgendwie total witzig. Weil sobald er auf James zugeht, kommt schon dieser... Muss das sein? Achtet mal drauf. Gentlemen. Irgendwie süß. Bisschen zu spät, Lily. Come on, man. James! Das Apparieren ist unglaublich gut dargestellt, by the way. Und da haben die, da hat der Cast auch entsprechend reagiert in dem Video unten. Fand ich sehr gut. Still not pleased, man. Remus schiebt ihm jetzt gleich Schokolade zu, finde ich auch sehr genial, was ebenfalls eine dezente Anspielung an die Geschichten ist, die man von den Marauders schon kennt. Weil Lupin ist ja auch später in der Harry Potter Zeit eher so ein bisschen dafür bekannt, dass er allen immer Schokolade zuschiebt, so nach dem Motto, Schokolade ist die Lösung für alles. So. Und das finde ich irgendwie ziemlich süß. Also, dem ist schon schlecht und trotzdem schiebt er ihm noch irgendwas zu futtern zu. Und irgendwie... Peter nimmt das dann auch so in die Hand und futtert da dran wie so eine Ratte. Ich weiß nicht, wenn ihr mal eine Ratte futtern gesehen habt, die halten das immer so in der Hand und knabbern dann da dran. Und Peter macht das irgendwie mit der Schokolade auch. Finde ich total witzig eigentlich. I'm quite fond of this spot. Lily loves to snog here. Make you a deal, Snivy. If you beat me, I'll stay away from Lily. Das Haare verwuscheln. But if I beat you, you stay away from Lily for the rest of your life. Das fand ich übrigens einen sehr interessanten Satz von Snape, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass er doch reifer ist, als James es ist. Er sagte ja so viel wie, Lily ist kein Preis, den man gewinnen kann. Man hat einfach so ein bisschen das Gefühl, dass er hier erwachsener und reifer wirkt, als James es ist, weil er geht gar nicht wirklich drauf ein. Und macht dann einfach weiter so nach dem Motto, ja gut, okay, komm, dann bekommst du halt den ersten Schlag, in Ordnung. Und, what? Hier merkt man halt einfach, James ist und bleibt ein Arschloch. Und am Ende des Films hasst man ihn, also ich zumindest. Weil ich kann Snape auch so ein bisschen verstehen. Ich kann das Ganze so ein bisschen nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, weil ich selber in der Schule damals relativ oft ein Opfer von Mobbing war. Was hauptsächlich dadurch begründet war, dass ich sehr oft einfach auf eine neue Schule kam, immer die neue war und immer diejenige, die irgendwie anders war. So, ne? Und deshalb kann ich Snape absolut verstehen und habe auch tatsächlich am Ende James einfach nur gehasst für das, was er getan hat. Nicht mal so die anderen, weil die waren im Prinzip nur Mitläufer. Die haben das ja nur gemacht, weil James damit anfing. Und deshalb ist das einfach irgendwie, ja... Ich kann es einfach verstehen. It's fine by me. Come on, Snivy. Give me a good one. Right to the jaw. Come on. No.
jetzt wird's lustig. An, was er schießt. Es sind Pfeile. Und jetzt erinnern wir uns mal an den Satz, den Remus vorhin gesagt hat, quasi als Bedingung dafür, dass er hier überhaupt mitmacht. We're not gonna hurt him, we're just gonna scare him. Was tun Pfeile? Abschrecken oder verletzen? Wobei, das war am Anfang so ein bisschen mein Einwand. Später bin ich dann aber darauf gekommen, dass Snape ja im Prinzip auch derjenige war, der mit diesen verletzenden Dingen angefangen hat. Ich meine, er hat irgendwelche Steine auf James geschleudert, die im schlimmsten Fall auch verletzt hätten. Ich meine, es waren relativ kleine, aber auch kleine Steine können schon böse Dinge anrichten. Und ja gut, man muss jetzt von Steinen nicht unbedingt auf Pfeile übergehen, das fand ich dann doch ein bisschen hart. Aber im Prinzip, ja, es ist, man kann es so und so sehen. Hat ein bisschen Diskussionspotenzial, denke ich mal. Ja gut, und das ist definitiv ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Zumal es nicht funktioniert. Geht! Also sonst feuern die ihre Zauber so schnell. Snape hat jetzt die ganze Zeit Zeit, ihm irgendeinen Zauber auf den Kopf zu setzen und macht's. So, okay. So ein Kindergartenfeind, wenn die sich prügeln würden. Und da fängt es an, dass die anderen auch merken, dass James Dickens im Nachteil ist. He said he could handle it! He's already lost the match. Das ist einfach Mysterious der erste Mal, der James dann zu Hilfe springen würde. Das war so klar. Oh, ich liebe diese Stelle. Oh, guck mal. Ganz kurz. Habt ihr gerade gemerkt? Habt ihr gerade gemerkt? Das war doof, das war wach, ne? Holy shit. Hier. Alles voller Blätter. Und gleich, das hat der Cast aber übrigens auch selber bemerkt, dass das ein kleiner, dezenter Filmfehler ist. Holy shit! Sich selbst säubernde Kleidung! Magic! Was von Remus? Holy shit! Hier habe ich was anzumerken, was meiner Meinung nach der größte Kritikpunkt an diesem Film ist. Klar, es ist nun mal halt vielleicht auch irgendwo ein filmisches Mittel und vielleicht hat das Ganze auch so sein sollen, aber Snape als Einzelner schafft es, sich mit allen Marauders anzulegen? Ich meine, Peter ist im Moment noch nicht dabei, aber es ist ja eigentlich schon fast klar, dass er auch noch dazu kommt. Das kann einfach so nicht sein. Ich meine, schwarze Magie hin und her. Das heißt immer, ja, Snape hat ja Peter am Anfang auch gesagt, so Snape wusste am Anfang schon mehr Flüche im ersten Schuljahr, als wir jetzt wissen. So, Punkt. Aber er hat bis jetzt ja noch nicht mal schwarze Magie oder sowas eingesetzt. Er ist einfach nur, das ist einfach nur ein Duell im Endeffekt. Und es kann mir keiner erzählen, dass Snape es schafft, gegen zwei der talentiertesten oder drei der talentiertesten Schüler auf Hogwarts gleichzeitig anzukommen. Es hieß immer, dass James und Sirius die intelligentesten Schüler auf Hogwarts waren, damals zu ihrer Zeit. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und dann noch Remus dazu, der ohne Zweifel auch ein sehr mächtiger Zauberer ist.
Und gegen alle drei kommt Snape an. Und das nochmal, wie gesagt, ohne schwarze Magie, ohne alles. Das kann mir ehrlich gesagt keiner erzählen. Das ist jetzt einfach ein bisschen übertrieben. Keine Ahnung. Also ich fand es irgendwie, das war so der einzige große Kritikpunkt, wie gesagt, den ich wirklich jetzt an dem Film hatte. Hier die folgende Szene. In der folgenden Szene ist übrigens Zeugs, nicht mir, sondern ihm aufgefallen, dass der Zauberstab und die Zauber von Peter viel kleiner und schmächtiger als die der anderen sind. Müsst ihr mal auch ein bisschen drauf achten. Fand ich auch ziemlich interessant und ist mir auch vorher nie aufgefallen. Er hat tatsächlich nur so ganz kleine Puffer, die er da immer aus seinem Zauberstab rausplüppt. Und die anderen haben halt so richtige mächtige Wummszauber quasi, die sie Snape da entgegenschleudern. Ja, sein Zauberstab, gut, dass der kleiner ist als die anderen. Vielleicht hält er ihn auch einfach nur mal weiter in der Mitte, weiß ich nicht. Aber das fand ich tatsächlich einen sehr interessanten Fakt. Und hier muss ich auch sagen, gefällt mir der Soundtrack wieder unglaublich gut. Das ist einfach wirklich eine Musik, wie sie aus Harry Potter tatsächlich hätte sein können. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich muss. Es ist so ein bisschen Schwärmerei. Das müsst ihr jetzt einfach mal durch. Sorry. Ja, so kannst du die Linie selber einladen. Ja, kein Problem. Hier merkt man übrigens, wenn ihr mal drauf achtet, das haben die Schauspieler auch selber dann gesagt, als sie dieses Reaction-Video hatten. Ihr müsst euch das Ganze mal ohne die Zauber vorstellen. Im Prinzip gab es diese Effekte ja noch gar nicht, als die den Film aufgenommen haben. Das heißt, sie waren da und haben mit ihrem Zauberstab immer so komische Bewegungen gemacht und mussten sich dann halt vorstellen, wie das Ganze dann mit Effekten aussehen würde. Und ich finde, bei Sirius merkt man das am meisten, weil er irgendwie, das sieht so ein bisschen aus, als würde er dirigieren und würde dann so ein bisschen tanzen mit seinem Zauberstab. Er meinte, glaube ich, ich weiß nicht, ob er selber das war, aber irgendwer meinte auch, die hätten so lange und so oft diese Zauberduell-Szenen aufgenommen, dass sie irgendwann schon einfach gar keinen Bock mehr hatten und einfach irgendwelche Bewegungen gemacht haben. Und bei Sirius merkt man das ganz deutlich, gerade jetzt in dieser Szene, finde ich. Und das ist Abstand die epischste Szene ever. Beat Fire. Und was für eins? Schau's an! Ist das nicht episch? Oh Gott, ich krieg Pipi in die Augen, wenn ich das sehe, ey. Ich find das so unglaublich geil. Und Peter rennt einfach zu dem nächsten Ort, einfach nur, weil er nicht operieren will. Das arme Schwein. Achtet jetzt mal auf den Hintergrund. Und vor allem kommt hier auch wieder so ein Part, wo Sirius mit seinem Zauberstab rumspielt. Oh, ich liebe es! Ich finde das so toll. Ja, sorry, dass ich. Ja. Peter angerannt. Wupp. Und der Zauberstab. Ich liebe es. The Gentleman. Die Legilimentik ist hier ziemlich cool dargestellt, muss ich zugeben. Aber was hier wieder ziemlich unlogisch ist, ist die Tatsache, dass die Legilimens so nicht funktionieren würde. Die Legilimentik ist ein Fluch wie jeder andere auch. Und man braucht dafür definitiv Blickkontakt. Oder man muss zumindest in die Richtung von demjenigen schauen, was Snape beides nicht getan hat. Er hatte weder Blickkontakt, noch hat er auch nur halbwegs in die Richtung von James geguckt. Und trotzdem soll das mit der Legilimentik funktioniert haben? Könnt ihr mir nicht erzählen. Ist aber halt einfach wieder wahrscheinlich so ein sehr interessantes filmisches Mittel, um das Ganze umzusetzen. Ja gut, lassen wir das dann so mal durchgehen, ne? Having fun yet? It's been tougher than we expected on the plan. Fuck.
Voll das gute Versteck, James. James, genau. Snape. The count of three. One, two, three. Oh. Man merkt jetzt richtig, wie das Grinsen bei James verschwindet. Ja, ich finde, er hat es verdient. Dieser Zauber, ich bin nicht ganz sicher, was es für einer war, aber wie ihr vielleicht gleich sehen werdet, versucht Snape, soweit ich das sehen kann, zu disapparieren. Er versucht irgendwie da wegzukommen, aber es funktioniert nicht. Also ich wüsste mal gerne, was er ihm da für einen Zauber auf den Hals gehetzt hat, weil irgendwie müsste ja so ein de-disappariert Zauber sein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, auf jeden Fall der das verhindert. Surround him! Das ist jetzt der Moment, wo es ziemlich arschig von denen wird. Man merkt es ihn noch nicht. Und vor allem merkt man hier, dass das ganze Sirius ziemlichen Spaß macht. Also zum einen grinst und lacht er die ganze Zeit, so nach dem Motto, haha, du hast es verdient. Wobei ich am Anfang nicht unbedingt das Gefühl hatte, dass er da wirklich hundertprozentig freiwillig mitmacht. Dieses, you know, I got your back, mate, kam eher so nach dem Motto, du weißt, dass ich immer hinter dir stehe, egal was für einen Scheiß du machst. Jetzt im Moment hat man aber echt das Gefühl, dass es ihm wahnsinnigen Spaß macht. Die man hier hört, sind zwar vom Cast synchronisiert, klar, die sind aber alle aus der Erinnerung, aus dem fünften Teil. Darauf baut dieser ganze Film ja quasi auf. Aus dieser Erinnerung, auf dieser Erinnerung aus dem fünften Harry Potter Teil, wo Harry mehr oder weniger versehentlich in die Erinnerung von Snape gerät und da dann diese ganze Szenerie sieht, wo Snape ja auch dummerweise Lily als Schlammblut bezeichnet. Und diese Sätze, die man jetzt hier hört, was ich übrigens mit dem Ton auch ziemlich cool finde, dass man jetzt hier alles so dumpf hört von außen, quasi aus Snapes Sicht, diese Sätze sind jetzt original aus dem Buch, aus dieser Erinnerungsszene genommen. Finde ich auch wieder ziemlich cool gemacht. Unglaublich gut gemacht. Wirklich unglaublich gut gemacht, meiner Meinung nach. Der Cast meinte, hier würde man merken, dass der Produzent Dragon Ball Z-Fan war. Da merkt man langsam schon, dass Snape jetzt ziemlich sauer ist. Und jetzt ist auch der Moment, den der schwarze Magie angeht. Das fand ich so fies. Ich war so geschockt, als ich das gesehen habe. Abgesehen davon, der Junge hat noch nicht genug Blut.
haben, oder? Jetzt beginnt die absolut geilste Szene des ganzen Films. Ohne Witz, das ist meine absolute Lieblingsszene, abgesehen von dem Fiendfire. Weil, ohne Scheiß, der heißt, glaube ich, Zachary Davis, der Schauspieler von Pettigrew. Und, oh my God, er ist Peter Pettigrew. Er ist es wirklich. Ihr müsst euch diese Szene mal genau anschauen. Es ist einfach, es ist wie im Film. Es ist Peter. Ich finde das einfach unglaublich geil gemacht, wirklich. Props an den Schauspieler. Du bist wahnsinnig gut. Well, I guess we know the big Jesus here. I am appreciate who was in the right talents. Perhaps I can learn from a strong wizard such as yourself. Dieser Schrei am Ende und dieses das war einfach unglaublich geil. Das ist so, oh Gott, es tut mir leid, dass ich hier jetzt so ein Fangirlen bin, aber es ist einfach so cool. Es ist so geil gemacht von ihm. Was ich jetzt allerdings ansprechen müsste, ist die Tatsache, dass Peter hier ja quasi preisgegeben hat, dass sie Animagi sind. Was der Regisseur mit Sicherheit so nicht bedacht hatte. Aber Snape wusste nie, dass die Marauders Animagi sind. Und Peter hat es hier nun mal wirklich preisgegeben. Im dritten Teil wird ja auch angesprochen, dass selbst Dumbledore bis zum dritten Teil nicht wusste, dass die Marauders Animagi sind. Wenn selbst Dumbledore das nicht wusste, wird Snape es mit Sicherheit auch nicht gewusst haben. Mal abgesehen davon, dass er dann auch definitiv diese Information an Dumbledore weitergegeben hat. Im dritten Teil, als er wusste, dass Sirius auf freiem Fuß war und dass er mit Sicherheit auf dem Weg nach Hogwarts war. Spätestens dann hätte Snape Dumbledore gesagt, dass er eine Animagus-Form hat. Selbst wenn er nicht gewusst hätte, welche Form die Marauders an Tieren nun annehmen, hätte man ja trotzdem sagen können, ja, yeah, sorry, der kann sich in Tier verwandeln, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein eventuell, ne? Ja, gut. Wie gesagt, das ist halt einfach eine Szene, die so, glaube ich, ein bisschen gefährlich gewesen ist. Ist mir nur aufgefallen. Und hier kommt jetzt die Szene, wo ich Snape nicht verstanden habe. Sieht doch ziemlich seltsam aus. Diese Konversation, die jetzt folgt, finde ich auch unglaublich genial. Right, Severus. Right. It's Severus now, is it? Just, please. Severus, please, Severus, please, please, what? Please, what? Please spare you. Is that what you want, Potter? Between hex and curse me all these years, take away the one person that I ever cared about, and you think you can just brush me off? You have no idea what it is like to be me. You have no idea what it is like to lose something! This is so, I feel genau mit ihm, this is so Wahnsinn. Right? I'm sorry bringt dann überhaupt nichts mehr. Damit macht er nichts wieder gut. Sorry. You're sorry. Now that I've bloodied you up, now that you feel me. Don't worry, Potter. Won't last much longer. No, Severus, don't. Goodbye, Potter. Severus! Er wollte den Todesfluch anwenden, Leute. Das müsst ihr euch mal überlegen. Dieser Blick ist einfach so niedlich. Was ist gerade noch so voll in Rage, voll sauer, voll und jetzt so. Oh, es ist so süß.
Gerade auch, weil er jetzt halt Lily gegenübersteht und sich irgendwie erklären muss und irgendwie versuchen muss zu erklären, was habe ich hier getan, warum habe ich das getan, ah, oh mein Gott, bitte verlass mich nicht. Das ist so süß. One last row stole everything. And what were you... Ja, jetzt ist Snape natürlich der Böse. What have you done? I will never forgive you for this. You tell me what you've done. You tell me right now. We started it. Hier, muss ich jetzt wieder zugeben, ist wieder der erwachsene James im Vordergrund. Denn ich glaube, dieser kindliche, Streiche spielende James hätte hier an dieser Stelle niemals zugegeben, dass er das Ganze gestartet hat. Das zeugt wirklich davon, dass er reifer ist und dass er Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Und das fand ich einfach unglaublich gut. Es ist so ein Wandel zu sehen, tatsächlich. Von ganz am Anfang, wo man merkt, er wird reifer. Er sieht, dass es im Leben mehr gibt als Streiche spielen und Scheiße sein. Dann kommt es dazu, dass er ein Exempel an Snape statuieren will, ein letztes Mal ihm nochmal richtig die Hucke vollhauen will und dann aber merkt, Scheiße, ich habe mich übernommen. Und dann aber Verantwortung für sein Handeln übernimmt und sagt, hör mal, ich habe angefangen. Es tut mir sehr leid. Das ist einfach dieser Wandel, den ich unglaublich interessant finde. Den sie auch sehr, sehr gut dargestellt haben, meiner Meinung nach. Ich kam zu der Bar, um dich zu sehen. Und wir versuchten, ihn aufzuschrecken. Du. All of you. What were you doing then? To say what? To say that I'm sorry! I don't deserve to have you as a friend. Ich finde es auch unglaublich gut dargestellt, wie diese Verzweiflung... Sorry! Diese Verzweiflung, die Snape hier rüberbringt, dass er einfach bereut, was er damals getan hat und dass er einfach nur sich bei ihr entschuldigen wollte. Da man merkt, wie verzweifelt er ist, wie sehr er gerne würde, dass er sie wieder als Freund haben könnte. Und ich glaube, das war der Ausschlag dafür, dass er am Ende nicht auf die dunkle Seite übergewechselt ist, sondern die ganze Zeit über als Spion der dunklen Seite, beziehungsweise der guten Seite, auf der dunklen Seite war. So. Und das, ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich damals dann so gelaufen ist, zwar mit ein paar kleinen Änderungen, aber dass es tatsächlich so einen Ausschlag dafür gegeben hat. Ich fand das einfach unglaublich gut. I don't deserve to have you as a friend, but I called you. I know that. I've lived with these past few years. You were my best friend and I ruined it. I ruined it after calling you that terrible name. I don't deserve to call anyone! I just came... I tried to tell you how horrible I was, and how grateful I am that you were there for me when no one else was. I'll never bother you again, Lily. I hope that you can just... Bei der Szene, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, musste ich so heulen. Das war nicht mehr normal. Es gab damals, als das Video hochgeladen wurde, an demselben Tag, dadurch, dass der Upload ein bisschen gedauert hat, hat der Produzent, Regisseur, also derjenige, durch den das Ganze quasi ins Rollen gebracht wurde,
hat immer wieder mal auf der Seite gepostet, wie lange es noch dauert und so weiter. Und hat uns irgendwann zwischendrin mal dazu aufgerufen, dass wir doch unsere Reaktion filmen sollten, wenn wir das Video das erste Mal sehen. Hat bei mir leider nicht funktioniert, weil ich den Satz zu spät gelesen hatte. Ich hätte es unglaublich gerne gemacht, wirklich. Aber das beim zweiten Mal gucken aufzunehmen, das bringt ja dann nichts mehr. Die Reaktionen sind ja eben nicht dieselben, wie wenn man den das erste Mal sieht. Und ich hätte mir so gewünscht, dass ich es geschafft hätte, beziehungsweise dass ich tatsächlich meine erste Reaktion aufgenommen hätte. Es wäre so unglaublich gut gewesen. Aber ohne Witz, diese Szene, die bricht einem echt das Herz. Ich fand es so, so gut einfach. Auch noch mit der Musik im Hintergrund, die das Ganze ja nochmal sowas von unterstützt. So ein bisschen auf die Geräusche im Hintergrund. Ich habe bei den Credits das erste Mal gelesen, dass da auch so eine Paselmund-Stimme irgendwo im Hintergrund zu hören ist. Ich habe den Film bestimmt 20 Mal gesehen, bevor mir das wirklich aufgefallen ist. Hier am Ende, als dieser mysteriöse Kapuzenmensch mit Snape redet, da hört man diese Paselmund-Stimme im Hintergrund. Warum nur? Ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Oh. Jedenfalls, da hört man die. You know. Fand ich übrigens auch eine sehr geniale Reaktion mit "Wer bist du?" Und er mit "Du weißt schon wer." Sehr gut, wirklich sehr gut. Das Aussehen von Voldemort, um darauf auch nochmal zu sprechen zu kommen, haben eigentlich fast alle gesagt so, der sah doch damals noch gar nicht so aus. Ja, gut, ich bin mir sicher, dass er, gerade nachdem Harry ihn tatsächlich jetzt besiegt hatte und er seine gesamten Kräfte verloren hatte, sich dann äußerlich nochmal sehr, sehr verändert hat. Aber ich bin auch der Meinung, dass er damals tatsächlich schon äußerlich anders ausgesehen hat. Denn er hatte ja damals tatsächlich schon mehrere Horcruxe, wobei ich übrigens das deutsche Wort für Horcrux ziemlich blöd finde. Horcruxe. Egal. Jedenfalls, er hatte ja damals schon mehrere erschaffen, hatte dementsprechend mehrere Morde begangen, seine Seele in mehrere Teile gesplittert. Und ich bin mir sicher, dass das nicht ohne Veränderungen einhergeht. Ich bin mir sicher, dass man da dann auch schon gewisse äußerliche Veränderungen mitmacht. Ich bin mir allerdings auch sicher, ich bin mir sehr sicher in vielen Dingen, merkt ihr gerade, dass er noch nicht so ausgesehen hat. Denn das, gerade dieses mit keine Nase und so, ist mit Sicherheit erst so gewesen, nachdem er im vierten Teil dann wieder an die Macht gelangt und wieder auferstanden ist, mehr oder weniger. Das auch nur so nebenbei. Thank you.
Ein absolut geiler Film. Ach ja, Justin Zicke-Zacke. Wartet ganz kurz. Jupp. Written and directed by Justin Zaghari. Zaghari? Wie auch immer. Also das ist derjenige, der das Ganze quasi ins Rollen gebracht hat und wegen dem der Film überhaupt erst entstanden ist. Ein riesiges Dankeschön an diesen Menschen, denn du hast mir damit einen kleinen Traum erfüllt, wirklich. Mir als größten Marauders-Fan ever. Es ist einfach geil. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch sonst dazu sagen soll. Meine Meinung kennt ihr, mit Sicherheit. Und ich habe es ja auch in dem Film mehrfach erwähnt, es ist einfach ein absolut genialer, richtig, richtig guter Film, den ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Und dass der so viele positive Rückmeldungen und überwältigte Rückmeldungen bekommen hat, wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Hier habt ihr übrigens auch die Anmerkung dazu, dass The Cast's Reaction hochgeladen wurde. Ich glaube, am 30.03. wurde die hochgeladen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, es ist eine sehr, sehr witzige Erfahrung. Das Making-of ist ebenfalls sehr interessant und ich packe euch noch einige andere Links unten in die Videobeschreibung, die ihr gerne mal reinschauen könnt, denn das sind alles sehr interessante Videos, die auf diesem Film aufbauen, beziehungsweise die mit diesem Film hier zu tun haben. Und worauf ich jetzt nochmal ganz kurz eingehen wollte, um nochmal ganz kurz auf das Aussehen der Marauders zu sprechen zu kommen, denn das war auch ein sehr großer Kritikpunkt bei vielen, die diesen Film gesehen haben, gerade das Aussehen von James. Da kam ganz oft, warum sieht James denn eigentlich nicht aus wie James? Der hat gar keine schwarzen Haare und der hat überhaupt keine zerwuschelten Haare und bla bla bla. Mal abgesehen davon, dass Daniel Radcliffe auch nicht hundertprozentig so aussah wie Harry Potter und seine Haare auch nie verwuschelt waren, könnt ihr jetzt nicht erwarten, dass man jemanden findet, der hundertprozentig auf James Potter passt. Ich meine, dass seine Haare nicht schwarz waren, gut, blöd, aber ich fand, er hat ihn trotzdem unglaublich gut rübergebracht. Garrett Schweighauser, by the way. Und zu dieser Geschichte, dass James' Haare nicht total verstrubbelt waren, wie sie nun mal immer beschrieben wurden, gab es eine lustige kleine Story von J.K. Rowling selbst, die angemerkt hat, dass James' Vater damals immer mit Zaubertränken und Tinkturen rumexperimentiert hat und irgendwann dann eine gefunden oder erfunden hat, die James' Haare bändigt. Zeugs hat es passenderweise eine Haarglättungstinktur genannt, was es im Prinzip dann tatsächlich ja auch war. Und der Film hat das einfach als Ausrede genommen, so nach dem Motto, ja, der hat das benutzt und deswegen sieht er jetzt nicht so verstrubbelt aus, wie er eigentlich aussehen sollte. Sehr interessante Nebenstory. Severus Snape, alias Mick Ignis, nur mal so nebenbei ein unglaublich talentierter Schauspieler meiner Meinung nach, und hat absolut auf die Rolle von Snape gepasst. Er hat das Aussehen gehabt, er hat die Bewegung tatsächlich auch ziemlich gut gemacht. Bei Sirius Black, ja gut, da muss man bei mir natürlich, ich bin ein bisschen voreingenommen, gerade was Sirius angeht, weil er mein absoluter Favorite Character of all time ist, was die Harry Potter Serie angeht. Und ich habe natürlich meine ziemlich genauen Vorstellungen davon, wie Sirius aussah. Mal abgesehen davon, dass er bei mir grundsätzlich lange, glatte Haare hatte, hat Sirius in den Filmen komischerweise immer lockige Haare. Ich verstehe gar nicht, warum. Ging das davon aus, dass Gary Oldman nun mal halt ein bisschen lockige Haare hatte? Oder wieso? Ich verstehe es nicht. Weil Gary Oldman hatte auch keine schwarzen Haare, by the way. Sirius hat schwarze Haare. Er hat auch einfach diese komischen Wellen drin gehabt. Okay, konnte ich noch durchgehen lassen, weil Gary Oldman nun mal einfach eine wundervolle Besetzung für Sirius Black war in den Filmen. Lustigerweise in dieser Erinnerungsszene im fünften Teil hat Sirius dann auch irgendwie braune, hellbraune, lockige Haare, wo ich mir auch dachte, what the fuck? So, und hier auch wieder, zwar schwarz, endlich mal, Dankeschön dafür, aber lockig. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Mal davon abgesehen, hätte ich lange Haare bei Sirius auch tatsächlich ein bisschen besser gefunden. Hier muss ich aber zugeben, bei Kevin Allen hat es tatsächlich unglaublich gut gepasst. Ich habe am Anfang auch so gedacht, so, hey, komm, wollt ihr mir jetzt erzählen, dass der Sirius Black ist? Der sieht nicht mal annähernd aus, wie ich mir Sirius Black vorgestellt habe. Das Einzige, was Sirius Black im fünften Teil in dieser Erinnerungsszene beschrieben hat, waren die Worte, dass
er sehr gut aussah, was nun mal bei jedem irgendwie anders aussieht, und dass ihm seine Haare mit einer beiläufigen Eleganz in das Gesicht gefallen sind, wie es Harry und James niemals hätten nachmachen können. So ungefähr war der Satz. So, und jeder hat jetzt, dadurch, dass es nur so wenig Info davon gab, seine eigene Vorstellung davon, wie das Ganze aussieht. Und hier, bei Kevin Allen, ist es im Prinzip genau das. Er sieht exakt so aus, wie Sirius Black beschrieben wurde. Er ist groß, er ist schlank, er ist gut aussehend. Und er hat dieses, dass ihm die Haare immer ins Gesicht fallen. Ihr müsst euch da, vielleicht könnt ihr auch mal ein bisschen drauf achten, während ihr euch den Film nochmal anschaut. Ihm fallen wirklich die Haare immer so ein bisschen ins Gesicht. Und das ist genau das, was halt bei Sirius immer der Fall war. So, und er ist einfach, er sieht exakt so aus, wie Sirius beschrieben wurde. Und ich muss auch sagen, während ich diesen Film gesehen habe, habe ich ihn immer mehr lieben gelernt. Und tatsächlich ist irgendwie meine Vorstellung von Sirius jetzt so ein bisschen zweigeteilt. Zwischen meiner vorherigen Vorstellung von Sirius und dieser Kevin Allen-Version. Über Remus Lupin lässt sich ein bisschen streiten, denn den habe ich mir immer kleiner, schlaksiger und schmächtiger vorgestellt. Einfach weil sein Körper immer sehr ausgezehrt wurde von diesen Werwolfsverwandlungen. Hier fand ich ziemlich cool, dass sie diese Narben schon mit eingebracht haben. Ansonsten aber vom Aussehen her nicht unbedingt so, wie ich mir Remus vorgestellt hatte. Von den Handlungen her unheimlich gut. Wirklich, richtig, richtig gut. Paul Stanko, übrigens auch wenn ihr dieses Reaction-Video seht, Paul ist einer, der absolut am Fangirlen ist. Die ganze Zeit, der ist total am Ausrasten wegen diesem Film. Und im Real Life ist der ein total hübbeliger Flummi irgendwie, der total viel redet und total aufgeregt wirkt immer. Und gerade, dass er dann Remus Lupin so gut rüberbringt, finde ich absolut genial. Und dann natürlich noch Zachary David alias Peter Pettigrew. Zu dir habe ich schon alles gesagt, was ich sagen musste. Aussehen perfekt. Schauspielerische Leistung, absolut überwältigend. Muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Und Lily sah tatsächlich auch eigentlich so aus, wie ich mir Lily vorgestellt habe. Gar nicht übel. Wobei Lily ist ja irgendwie auch so, ich hab's nicht so mit weiblichen Charakteren, das weiß man bestimmt auch. Hier zum Beispiel Paintings Cast, da bin ich erst wirklich darauf gekommen, dass sich die Bilder bewegen. Und dass es dafür einen Cast gab. Hier sieht man auch, dass es die vier Hausgründer waren, Aberforth, Ariana. Ach, Dumbledore war gar nicht dabei. Also Albus Dumbledore, sondern tatsächlich nur Aberforth und Ariana. Und ja, also ich, ne? Was soll ich noch dazu sagen? Absolut genialer Film, meiner Meinung nach. Und ihr habt jetzt jede Menge Hintergrundinfos und jede Menge Fangirl-Schwärmereien von mir gehört. Wenn ihr das wirklich bis hierhin geschaut habt, oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Ich liebe euch. Und ja, sagt mir doch mal eure Meinung zu dem Film. Sagt mir vor allem eure Meinung, ob es eure Vorstellung von einer Marauders-Situation tatsächlich trifft. Und schaut euch vor allem die Videos an, die ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt habe. Sie sind unglaublich gut. Und jetzt habe ich wirklich genug gefangirlt. Nein, eins muss ich noch loswerden. Hier haben sie noch einen Satz mit eingebracht, den ich unglaublich gut fand. A very special thanks to Alan Rickman, whose performance of Severus Snape inspired us all. An dieser Stelle nochmal ein Rest in Peace an Alan Rickman. Er war ein unglaublich guter Schauspieler und ein unglaublich talentierter und wunderbarer Mensch. Und als ich gehört habe, dass er gestorben ist, war ich echt so ein bisschen geschockt, tatsächlich, den ganzen Tag über. Aber wie gesagt, jetzt erstmal genug gefangirlt. Props an Broad Strokes Productions, die das unglaublich gut rübergebracht haben. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Durchhalten, diese 50, 60, 70, 120 Minuten lang. Ja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen zugesagt und vor allem hoffe ich, dass wir uns in meinen nächsten Videos dann irgendwann wiedersehen. Bis dahin, ciao!